An der Demonstration gegen die Wahlfälschungen nahm auch der Kaluga-Oppositionspolitiker Sergei Aljegowitsch Fadejew teil. Der ehemalige Journalist wurde 1997 als Abgeordneter der Jabloka-Partei in die Kaluga-Stadtverwaltung gewählt und 2004 in die gesetzgebende Versammlung des Kaluga-Oblasts. Heute ist er weder Mitglied der Regierung noch einer Partei, sondern gehört der Bewegung Solidarnost an. Herr Fadejew, wie steht es um die politische Partizipation in Russland? Ну, сейчас в России такая странная ситуация, что деятельность политическая может быть только... In Russland haben wir momentan die seltsame Situation, dass politische Tätigkeit nur im Einverständnis mit der Macht möglich ist. Ich meine damit eine legale Tätigkeit, wie die Beteiligung an den Wahlen. Ohne Unterstützung vom Kreml oder vom örtlichen Gouverneur hat man keine Möglichkeit, sich für die Wahlen aufstellen zu lassen. Die bestehenden Gesetze verhindern die Aufstellung der Opposition zu den Wahlen. Das äußert sich zum Beispiel ganz banal in der Regelung zu den benötigten Unterschriften, um sich an den Wahlen zu beteiligen. Um sich als unabhängiger Präsidentschaftskandidat aufstellen zu lassen, braucht man 2 Millionen Unterschriften, und zwar innerhalb der Frist von einem Monat. Da die Neujahrsfeiertage in diesem Monat fallen und 2 Wochen praktisch ausfallen, ist die Unterschriftensammlung ein Ding der Unmöglichkeit. Es sei denn, man verfügt über enorme Gelder. Kandidaten der Duma-Parteien hingegen werden ohne Unterschriften zugelassen. Sie müssen einfach bei der Parteiversammlung aufgestellt werden. Ну, если выполнимое, то ну настолько тяжело выполнимое. Она требует таких громадных денег, да? А кандидаты от партии, они просто идут. Letztes Jahr wurde unsere Kandidatenliste der Partei Jabloka, die nicht im Kaluga-Parlament vertreten ist, schlichtweg nicht zu den Wahlen zugelassen, mit dem Argument ungültiger Unterschriften. Das System erlaubt also einfach den Ausschluss von nicht genehmen Kandidaten. Und deswegen bleibt nur der Weg über die Straße und über Demonstrationen. Ob du willst oder nicht, anders kannst du dich politisch nicht beteiligen. Früher gab es solche Probleme nicht, denn normale, kluge, würdige Leute finden sich immer. Und früher konnten sich solche Leute über freie Wahlen an der Staatsmacht beteiligen. Ich meine damit die 90er Jahre. Da hatten wir mit Ausnahme der Präsidentenwahl von 1996 absolut freie, ehrliche und unabhängige Wahlen. Wie sind die Oppositionsparteien einzuschätzen? Von den 7 Parteien, die zurzeit formell in Russland existieren, ist keine einzige eine reelle Oppositionspartei. Manche der Parteien sind direkt mit dem Kreml verbunden, einige sprechen sich ab, aber ausschließlich alle handeln mit Einvernehmen des Kremls. Соединяются и согласуют с Кремлем. Но это все партии, все до единой, они фактически имеют одного начальника в Кремле. Ich bringe wiederum ein Beispiel aus der Region Kaluga. Bei den Wahlen zur gesetzgebenden Versammlung legten sowohl die Partei Gerechtes Russland wie die Kommunisten sowie die Liberaldemokraten ihre Kandidatenlisten dem Gouverneur zur Absegnung vor. Dieser zeigte sich entweder einverstanden oder verlangte die Streichung einiger Kandidaten. Sind nicht einmal die Kommunisten als zweitstärkste Partei eine Gefahr für die Regierungspartei? Mir scheint, den Kommunisten reicht ihre Minderheitenposition vollkommen aus. Sie haben eine Fraktion in der Staatsduma, sie haben eine Fraktion in den Regionalparlamenten, ihr Budget ist gesichert, aber politisch verändern wollen sie nichts. Ihnen passt diese Situation sehr gut. Wie erklären Sie sich den nach wie vor großen Rückhalt der Regierungspartei in der Bevölkerung? Die Frage ist doch, warum wählen die Leute die Partei Einiges Russland? Auf dem Land zählt vor allem das Fernsehen. Internet wird dort noch selten genutzt. Die Bevölkerung auf dem Land erhält die Informationen nur übers Fernsehen. Und das ist auch verständlich. Nach der harten Arbeit auf dem Land ist ihnen nicht nach differenzierter Suche nach freien Informationen. Sie schalten abends den Fernseher ein und sehen nur Putin und Medvedev. Wen soll es da noch geben? Zudem sind alle regionalen Verwaltungsvorsteher, Bürgermeister, Fabrikleiter etc. bei der Kremlpartei. Die Landbevölkerung hat nicht die Möglichkeit zu erfahren, dass es noch irgendetwas anderes gibt. Все единая Россия. Они просто у них вообще нет никакой информации и нет возможности узнать о том, что где-то что-то иное есть. Erklärt sich die breite Unterstützung für Putin nicht auch durch seine Errungenschaften wie Stabilität, Erhöhung des Lebensstandards und Sicherheit?
Er hatte einfach Glück, dass in der Periode des Amtswechsels von Jelzin auf Putin der Ölpreis dermaßen schnell gestiegen ist. Wenn das Öl billiger wird, so wie in der Wirtschaftskrise von 2006, gibt es sofort Probleme. Das ist also banal und hat nichts mit den Leistungen Putins zu tun. Als das größte Problem Russlands wird die Korruption angesehen. Wie kann diese bekämpft werden? Es gäbe ein effizientes Mittel im Kampf gegen die Korruption, das schon mehrmals vorgeschlagen wurde. Die Deklarationspflicht über die Ausgaben der Beamten. Jede größere Ausgabe, wie zum Beispiel ein Auto oder ein Haus, muss unbedingt angegeben werden. Das wichtigste Merkmal der Demokratie ist die Gewaltentrennung. Kann man denn, um sich gegen die Korruption zu wehren, gegen Staatsbeamte gerichtlich vorgehen? Die Gerichte in Russland sind ein geschlossener Kreis. Für jemanden ohne Beziehungen ist es praktisch unmöglich, Richter zu werden. Ein Beispiel aus Kaluga. Welche jungen Richter wurden in letzter Zeit ins Amt gewählt? Der Sohn des stellvertretenden Vorsitzenden des Bezirksrichters Bukowski wurde zum Friedensrichter ernannt. Eine andere junge Frau, die kürzlich zur Richterin gewählt wurde, ist die Tochter des stellvertretenden Vorsitzenden der gesetzgebenden Versammlung Kalugas. Sie sehen also, wie geschlossen diese Kreise sind. Nur Familienmitglieder oder Vertrauenspersonen haben die Möglichkeit, dort hineinzukommen. Und die Chancen bei einer Gerichtsverhandlung gegen die Staatsmacht sind äußerst gering. Wenn die Richter einen Fall zwischen einfachen Staatsbürgern verhandeln, wird klar und objektiv entschieden. Die Urteile sind beanstandungslos. Wenn es aber um Staatsorgane geht, werden die geringsten Zweifel von den Richtern zugunsten der Staatsmacht ausgelegt. Rechnen Sie nach den großen Demonstrationen mit Reformen? Nein, sicher nicht. Unter dem jetzigen Regime, welches, was allen klar ist, von Putin geführt wird, und unter einem zukünftigen Präsidenten Putin, wird sich nichts ändern, das ist klar. Gibt es eine Alternative zu Putin? Damit es überhaupt eine Alternative geben kann, muss es zuerst normale, freie Wahlen geben.